So, servus, wabalabadabdab und herzlich willkommen zum einzigen EA Sports FIFA 18 Tutorial mit dem Kicker K. Mein Name ist Bono und ja, nachdem wir mittlerweile ja schon ganz gut auch in der Vollversion unterwegs sind und mich auch bereits einige Fragen von euch erreicht haben, die ihr gerne weiterhin stellen könnt für die nächsten Tutorial-Videos, was euch da insbesondere vielleicht den Einstieg zu FIFA 18 noch erleichtern würde, ist mal somit aufgekommen, okay, wie schieße ich überhaupt vernünftige Elfmeter und wie hat sich das Ganze geändert, denn auch da ist die Mechanik selbstverständlich eine etwas andere. Dafür bin ich jetzt hier schon in den Skillspielen drin, wie man unschwer erkennen kann, und die Elfmeter findet man hier unter Schießen. So, Elfmeterschießen, da gehen wir einfach mal direkt drauf und da lässt sich auch relativ klar schon erkennen, okay, wo sind jetzt Unterschiede im Vergleich zu dem, was so vorher ist und worauf muss ich eben achten. So, wir sehen hier bereits beim Spieler, das ist jetzt hier in diesem Fall gerade einmal Pablo de Blasis, Elfmeter und Weitschüsse, das sind die Werte, die relevant dafür sind, wie man hier die Elfmeter auszuführen hat oder ausführen kann. Ich mache die Elfmeter jetzt aber einfach mal mit Daniel Brosinski, weil der cool ist, beziehungsweise die anderen sind selbstverständlich auch cool, das sind alles Spiele des ersten FSV 05. Sollte es also bei euch so ein bisschen darum gehen, okay, wie mache ich das, wie wähle ich den richtigen Spieler für so einen Elfmeter aus, wie mache ich es mir da möglichst einfach. Idealerweise gucken, wie hoch sind die Werte bei Elfmeter und weite Schüsse, und da die Leute nehmen die eben sehr, sehr hohe Werte haben. So, jetzt gehen wir mal hier hin und sehen, okay, es gibt weiterhin eine Zielvorrichtung, die man sich nutzen kann mit dem Pfeil. Das kann man aktivieren, indem man auf dem Steuerkreuz quasi nach oben drückt, und ansonsten kann man es auch wieder deaktivieren, indem man wieder auf dem Steuerkreuz nach oben drückt. Mache ich jetzt in diesem Fall nicht, sondern ich möchte das eben genau mal zeigen. Man sieht hier, der Pfeil ist gerade ausgegraut und ich würde jetzt hier in die linke Ecke von mir aus zielen. Der Pfeil macht hier allerdings ab einem gewissen Punkt auch so ein bisschen eine andere Färbung. Und da sehen wir auch sofort, okay, da geht der Ball fürchterlich daneben, wenn ich nicht schieße, und ich habe jetzt gar nicht geschossen. Das war dann automatisch ausgeführt, und das soll man dann natürlich idealerweise vermeiden. Der Pfeil wird sonst auch rot. Wichtig ist eben, mit dem linken Stick zielt man nach wie vor, und da muss man auch vor allen Dingen nach vorne drücken. Wenn man nach hinten drückt, wird sofort rot, also immer nach vorne drücken, und ich gehe jetzt hier mal nach links und lade damit der Schusstaste ein bisschen auf. Ja, und dann sehen wir hier eben, okay, der Pfeil ist auch schon weiter unten geblieben. Bedeutet, mit der Schusstaste reguliere ich jetzt, wie stark ich letztendlich schieße, ja. Wenn ich die Schusstaste sehr weit gedrückt halte, dann bin ich eben in der Lage, ja, auch diesen Ball etwas höher zu platzieren. Das sehen wir jetzt gerade mal hier, ich habe es jetzt ein bisschen höher gemacht. Und dann rollt der Ball auch nicht mehr einfach nur so über den Rasen, sondern dann kommt er auch tatsächlich ein bisschen geflogen. Was sind weitere Sachen, die man machen kann, oder von denen ich gesagt habe, okay, das ist relativ sinnig, eben auch gerade für die ersten Sachen, sind selbstverständlich in die Ecken zu zielen. Und das idealerweise auch mit der rechten oberen Schultertaste, also mit dem angeschnittenen Schussmodifikator zu machen. Wenn man die Dinger tief schießt, idealerweise vielleicht so einen, anderthalb Balken oder so aufladen, dann kommen die relativ gut und sehr, sehr platziert, und das ist selbstverständlich ein Ziel, das man beim Elfmeterschießen verfolgen sollte, damit der Torwart auch gar nicht die Chance hat, groß an den Ball zu kommen. Interessant ist außerdem, wenn man die Schusstaste gedrückt hat, so, das werde ich jetzt einfach mal machen, relativ weit auch idealerweise, dann kann ich auch trotzdem noch danach so ein bisschen justieren, in welche Richtung möchte ich schießen. Ja, also wenn ich jetzt gerade angefangen habe, erst die Schusstaste zu drücken, damit habe ich den Schuss noch nicht final platziert. Ja, bedeutet also, das kann ich, ja, immer noch so ein bisschen nach Gusto verteilen, je nachdem, wie ich da eben letztendlich Bock drauf habe, und dann kann ich daraus auch ein paar interessantere Elfmeter machen, als es hier jetzt im Zweifelsfall der Fall ist. Und ich kann selbstverständlich auch den angeschnittenen Schussmodifikator weiterhin verwenden, und dann kann ich den auch bei Schüssen benutzen, die jetzt gewissermaßen ein bisschen höher kommen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, zur Übung ist das hier aber relativ gut, damit man weiß, okay, wie, in welche Richtung muss ich jetzt gerade den linken Stick drücken, damit ich hier überhaupt noch irgendwie im Rahmen des Tors bin und letztendlich eben einen Schuss abfeuern kann, der idealerweise auch reingeht, selbst wenn der Torwart eben, wie hier in diesem Fall, die Ecke ahnt. Und das lässt sich relativ gut, ja, durch sowas trainieren. Im Sinne, übt das auf jeden Fall für euch, denn wenn ihr einen Elfmeter bekommt, wollt ihr ihn selbstverständlich nicht verschießen. So, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, und mit ein bisschen Training geht das auch hier in FIFA 18 sehr, sehr gut. In dem Sinne, bis nächste Woche. Und danke, ciao. Even the bouncers bounce when they saw my team. Who'd you wanna holler? Who'd you wanna never know? Don't be a sheep when you can be the goat. Greatest of all time, and you never know. Don't show up to my show if you.